7 interessante Fakten über Erich Maria Remarque. Remarque hieß eigentlich nicht Erich Maria Remarque, sondern Erich Paul Remarque mit der Betonung auf dem Re. Er kam am 22. Juni 1898 in Osnabrück als Sohn des Buchbinders Peter Remarque auf die Welt und war ein Nachkömmling von französischen Einwanderern. Mit 19 Jahren änderte er in Erinnerung an seine verstorbene Mutter seinen zweiten Vornamen und nannte sich fortan Erich Maria Remarque. Im Ersten Weltkrieg wurde er durch einen Granatsplitter verwundet, unter anderem auch an der Hand. Infolgedessen musste Remarque, der am Klavier mehr als eine durchschnittliche Begabung gezeigt und sich mit Klavierunterricht seinen Lebensunterhalt verdient hatte, seine Hoffnungen auf eine Pianistenlaufbahn aufgeben. Der angehende Schriftsteller wechselte mehrmals seine Anstellung, machte vielfältige Erfahrungen in Arbeitsbereichen, die weit von der literarischen Tätigkeit entfernt waren, wie zum Beispiel als Testfahrer bei einer Autoreifenfirma, Vertreter für Grabsteine oder als Organist in der Kapelle einer psychiatrischen Einrichtung, die ihm bei seinem späteren Werdegang als Autor sehr hilfreich waren. Sein Roman »Im Westen nichts Neues«, der 1928 erschien, wurde zum bis dahin größten Verkaufserfolg der deutschen Literaturgeschichte. Ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung waren bereits 500.000 Exemplare verkauft. 1930 wurde das Buch von dem US-amerikanischen Regisseur Lewis Milestone verfilmt. Der weltweite Erfolg führte allerdings zu heftiger Kritik an Remarque in Deutschland. Der Deutsche Offiziersbund protestierte 1931 gegen seine Nominierung für den Friedensnobelpreis. Das Buch wurde von den Nationalsozialisten verboten. Am 10. Mai 1933 wurden mehrere Exemplare von »Im Westen nichts Neues« auf dem Berliner Opernplatz verbrannt. Im Jahr 1938 wurde Remarque ausgebürgert. Remarque verließ Deutschland im Jahr 1932. Da die Faschisten seiner nicht habhaft werden konnten, mussten seine Verwandten für ihn herhalten. Elfriede Scholz, die Schwester von Erich Maria, wurde verhaftet und 1943 schließlich aufgrund antipatriotischer Äußerungen hingerichtet. Man sandte Remarque die Rechnung über das Honorar des Henkers zu. Vom Tod seiner Schwester erfuhr er dann nach dem Krieg und widmete ihr den Roman »Der Funke Leben«, der 1952 erschien. In Remarques Leben gab es drei Hauptfrauen, zwei Ehefrauen und Marlene Dietrich. Mit letzterer verband ihn eine leidenschaftliche und ihn quälende Liebesbeziehung. Seine erste Ehefrau, Ilse Jutta Sambrunner, litt jahrelang an Auszehrung und wurde zum Urbild einiger seiner literarischen Protagonistinnen. Die Eheleute ließen sich scheiden, aber 1938 schloss Remarque diesmal eine fiktive Ehe mit Ilse, um ihr zu helfen, Deutschland zu verlassen. Die zweite Gattin war die berühmte Schauspielerin Paulette Goddard, Charlie Chaplins Ex-Frau. Remarque gestand einmal, dass der Umgang mit ihr ihn aus einer tiefen Lebenskrise holte, in die er nach dem Abschied von Dietrich geraten war. Die beiden bildeten ein unzertrennliches Paar bis zum Tode des Schriftstellers. Remarque war durchaus exzentrisch veranlagt. Einmal kaufte er sich das Baronat eines heruntergekommenen Aristokraten, der im Gegenzug Remarque adoptierte. So konnte er sich Visitenkarten mit einer fünfzackigen Krone als Ehemann Erich Freiherr von Buchwald, genannt Remarque, drucken lassen.